Danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Wenn du neu hier bist, drück auf Abonnieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Okay, also in diesem Video, wie versprochen, meine Prognose zur Saison 19/20 der Bundesliga. Ich habe mir das alles hier auf dem Laptop notiert. Und dann würde ich sagen, fangen wir von den Plätzen 18 an und gehen dann immer weiter hoch. Okay, also ich guck mal, wo am besten Licht ist. So. Ich gucke jetzt immer in die Richtung, da habe ich den Laptop und dann gucke ich zu euch in die Kamera. Ich glaube, so ist das dann am besten. So, fangen wir an mit Platz 18. Da habe ich den Köln, 1. FC Köln. Ich bin nicht sehr überzeugt von der Mannschaft und habe die dann auch auf Platz 18 gesetzt. Ich finde auch, die Spiele, die ich bisher verfolgt habe, waren nicht besonders gut. Ich finde, Köln steht für keinen Fußball und daher habe ich sie dann auf Platz 12 gesetzt. Auf Platz 17 haben wir Augsburg. Augsburg hat für mich auch eine sehr schwache Mannschaft. Sie haben sich nicht besonders sehr verstärkt und ja, ist für mich auch ein klarer Abstiegskandidat. Auf Platz 16 haben wir Paderborn. Ich habe die jetzt auch verfolgt. Ich finde, sie haben eine sehr gute Offensive. Nur die Defensive ist absolut nicht Bundesliga-reif. Also ich denke, deswegen werden aufgrund der Offensive werden sie auch auf den Relegationsplatz landen. Aber ja, die Probleme in der Abwehr sind halt so groß und die werden das nicht schaffen können, auf das rettende Ufer zu kommen und müssen dann meiner Meinung nach in die Relegation. Auf Platz 15 habe ich Hoffenheim. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich Hoffenheim nicht noch weiter runterpacke. Ich glaube einfach, dass die Spieler, die verkauft worden sind, plus dann noch der Trainer Nagelsmann, gar nicht aufgefangen worden. Zudem haben die letzte Saison meiner Meinung nach auch über ihre Verhältnisse gespielt. Und von daher denke ich, dass die auf jeden Fall im Abstiegskampf sich befinden werden eine lange Zeit. Und ich denke auch, dass es nur knapp zu dem 15. Platz reichen wird. Es sei denn, man wird im Winter sich noch verstärken. Man hat ja eine Menge Geld eingenommen. Und ja, darauf habe ich jetzt keinen Einfluss. Ich kann nicht wissen, was im Winter passieren wird. Von daher habe ich die jetzt erstmal auf den 15. Platz geparkt. Hertha habe ich auf Platz 14. Ich denke, das wird ja nicht mehr so eine solide Saison, wie wir es die letzten Jahre gewöhnt sind. Ich denke, auch der Trainer wird so ziemlich einer der ersten sein, der gehen wird. Hertha hat jetzt höhere Ansprüche aufgrund des Investor, der da reingegangen ist. Und ja, sie spielen schlechten Fußball aktuell, haben wohl ein paar gute Spieler geholt und die konnten aber irgendwie nicht zünden, zum Beispiel wie Luke Baggio. Von daher denke ich, dass da ein Trainerwechsel stattfinden wird in der Mitte der Saison oder beziehungsweise in der Mitte der ersten Saisonhälfte und mal schauen, ob da der neue Mann dann ja, frischen Wind reinbringt. Ich denke jedenfalls, dass diese Saison eine Saison im unteren Mittelfeld landen wird. Wenn es sehr schlecht läuft, geht es in den Abstiegskampf. Und ja, ich bin da nicht so optimistisch bezüglich der Hertha. Auf Platz 13 bleiben wir in der Hauptstadt, und zwar bei Union. Ich denke, Union wird von den Aufsteigern her die beste Bundesliga-Saison spielen und auf den 13. Tabellenplatz. Ich finde, sie haben sich relativ gut verstärkt und haben auch viel Erfahrung eingekauft. Und ich denke, sie werden den ein oder anderen Punkt sich ergaunern und werden dann ja, auf Platz 13 landen, werden aber definitiv im Abstiegskampf sich befinden. Ich glaube, allgemein die Saison wird sich so in zwei Tabellenregionen aufteilen.
Zum einen die Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Das wird, glaube ich, diesmal so sein, dass ja, sehr viele Mannschaften bis kurz vorm Schluss zittern müssen. Und dann die Mannschaften, die um die Europa League spielen. Und ja, ich denke, ja, zu den Mannschaften weiter oben kommen wir noch. Da glaube ich aber auch, dass es da noch ein paar Abspaltungen geben wird. So, wir waren jetzt bei Union. Auf Platz 12 habe ich Mainz gesetzt. Sie spielen aktuell sehr schlecht. Ich denke aber, dass sie sich fangen werden. Und spätestens, wenn Mateta zurück ist, der wirklich ja, die Lebensversicherung für Mainz ist, werden sie sich fangen und werden dann im gesicherten Mittelfeld landen, auf Platz 12. Jedoch denke ich, werden sie auch lange Zeit dafür brauchen, um auf Platz 12 sich irgendwann zu befinden und werden definitiv auch erstmal gegen den Abstieg spielen. Auf Platz 11 habe ich Freiburg. Freiburg konnte jetzt in den ersten Spielen sehr viele Punkte gut machen. Die Punkte sind jetzt sehr wichtig für den späteren Saisonverlauf, denn ich denke nicht, dass sie weiter so einen Punkteschnitt sich holen werden. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann einbrechen werden, dann eine schlechtere Phase haben werden und ja, dann immer weiter in der Tabelle zurückfallen werden. Aber jetzt nicht so weit, dass es in den Abstiegskampf reingerät, sondern ich denke, mit einem 11. Platz werden sie sich am Ende begnügen müssen. Auf Platz 10 habe ich Fortuna gewählt. Fortuna, ja, spielt sicheren Fußball und ja, sie sammeln stetig Punkte und ich denke, das wird über die ganze Saison so gehen. Und ja, ich denke, am Ende wird es ein sicherer Tabellenplatz, im gesicherten Mittelfeld auf Platz 10. Ich denke, Fortuna wird da auch die ganze Saison lang sich befinden in dem Raum und die werden nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. So, das sind die Mannschaften, die ich so in der unteren Tabellenregion sehe. Und jetzt kommt so eine kleine Kluft. Das fängt an bei Werder Bremen. Werder Bremen wird hier und da mal ein paar Spiele gewinnen. Ich denke, für ganz nach oben reicht es nicht. Aber dennoch haben sie eine gute Mannschaft. Und ja, sie werden sich definitiv von der unteren Tabellenregion absetzen. Für Europa wird es auch diese Saison nichts werden. Auf Platz 8 habe ich Gladbach. Gladbach hat, wie ich finde, sehr gut eingekauft. Embolo zum Beispiel geholt. Der Thuram scheint jetzt auch langsam anzukommen. Und der Trainer lässt attraktiv spielen. Ich bin dennoch der Meinung, dass im Kader nicht ganz so viel Qualität ist. Und von daher werden sie meiner Meinung nach nicht in Europa kommen. Dieses ganz knapp verpassen. Auf Platz 7 habe ich Leverkusen. Leverkusen wird als erste Mannschaft mit dem 7. Platz nach Europa einziehen. Und ja, ich finde, Leverkusen hat eine echt starke Mannschaft. Nur ich habe das Gefühl, dass der Trainer ja nicht, also der spielt sehr riskanten Fußball und der wird, glaube ich, auch nicht komplett von der Mannschaft akzeptiert. Von daher denke ich, dass bei Leverkusen so ein 7. Tabellenplatz das Maximum sein wird. Es sei denn, da wird auch der Trainer gewechselt und dann kann ich mir auch noch mehr vorstellen. Platz 6 habe ich Wolfsburg. Wolfsburg hat sehr stark eingekauft. Zum Beispiel so ein Mbabu, den ich auch gerne auf Schalke gesehen hätte. Und ich denke, mit dem Kader ist definitiv der 6. Platz drin. Europa dürfte es definitiv sein. Wenn es eine sehr gute Saison wird, vielleicht sogar noch etwas höher. Also ich habe hier bei den Plätzen von 8 bis 4 habe ich echt überlegt, wer welchen Platz belegen wird. Und da haben Nuancen entschieden. Ich habe dann Wolfsburg auf Platz 6 gestellt. Auf Platz 5 habe ich dann Eintracht Frankfurt gestellt. Ja, Eintracht Frankfurt, wie ich finde, hat einen sehr guten Trainer, hat allgemein einen sehr guten Kader
Und die sind jetzt auch ein Stück weit erfahren mit der Situation um die Europa League. Ich denke, auch diese Saison werden sie wieder dort einziehen. Und vieles wird davon abhängen, wie die Stürmer zünden werden. Denn Jovic und Haller und Rebic sind ja gegangen. Und Dost und Silva und der junge Serbe sind gekommen. Ich glaube, der hieß... ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ihr könnt ja mal bei Transfermarkt nachschauen. Und ja, wichtig wird sein, wie die drei einschlagen. Plus, ob Paciencia einen Sprung nach vorne machen wird. Ich denke definitiv, dass Frankfurt eine lange Zeit um die Champions League mitspielen wird. Und dann kurz vor Schluss werden sie dann auf den 5. Platz landen. Und auf Platz 4 habe ich Schalke gesetzt. Ganz einfach. Ich denke, David Wagner hat die Mannschaft sehr gut im Griff, hat eine sehr gute Spielphilosophie entwickelt. Und die Neuzugänge sind auch sehr gut angekommen. Und von daher denke ich, dass Schalke auf Platz 4 landen wird. Dazu kommt auch noch die Dreifachbelastung, die Schalke einfach nicht hat. Und das war schon so ein Grund, wo ich gesagt habe, im Vergleich zu den anderen Mannschaften sehe ich dann Schalke schon ein Stückchen weiter vorne, einfach mit dem Bonus, dass man nicht die Dreifachbelastung hat. Auf Platz 3 habe ich Dortmund. Dortmund wird diese Saison nichts mit der Meisterschaft zu tun haben. Die werden definitiv in die Champions League kommen, aber zur Meisterschaft reicht es einfach nicht. Ich glaube, auch mit dem Trainer Favre wird man niemals Meister. Also das ist für mich so ein Trainer, der ja so der Mannschaft nicht das Selbstvertrauen gibt, um rauszugehen und zu sagen, wir wollen Meister werden. Er ist eher so ein Angsthase, der dann Zweiter oder Dritter wird. Und von daher würde ich schon sagen, Dortmund hat eine gute Mannschaft, aber da denke ich mal, der Trainer ist auch gut, aber nichts, um für Titel zu spielen. Vor allen Dingen, um für eine Meisterschaft zu spielen. Auf Platz 2 habe ich Leipzig. Ich denke, diese Saison wird es ein Zweikampf zwischen Bayern und Leipzig werden. Leipzig ist sehr gut aufgestellt, haben sich sehr gut in der Breite verstärkt. Und ja, ich denke, dass sie eine lange Zeit um die Meisterschaft mitspielen werden und dann im letzten Saisondrittel dann doch den kürzeren ziehen werden. Und auf Platz 1, was für eine Überraschung, habe ich Bayern gesetzt. Und ich denke auch, sie werden diese Saison Meister, wenn sie nicht sogar das Double holen werden. Ja, sie haben einfach eine viel zu starke Mannschaft. Wenn Lewandowski fit bleibt vorne, dann haben die nichts damit zu tun mit einem zweiten Platz. Und ich denke, dass sie sich auch dann irgendwann absetzen werden. Selbst wenn Kovac nicht der beste Trainer ist, reicht das mit diesem Kader trotzdem noch, um ganz klar Meister zu werden. Ja, was man dazu sagen muss, ist, dass es natürlich im Winter sehr viel passieren kann, dass da verschiedene Transfers, verschiedene Trainerwechsel noch kommen können. Und von daher finde ich so eine Saisonprognose immer sehr fraglich. Ich habe trotzdem mal eine gemacht. Und ja, normalerweise macht man die auch vor der Saison, aber es passieren ja so viele Transfers erst nach der Saison. Ich hätte sie eigentlich zum Schluss des Transfersfensters gemacht. Nur hatte ich dort ja irgendwie keine Zeit oder keine Motivation, die zu der Zeit zu machen. Ich habe die jetzt mal gemacht mit den ersten 5 Spieltagen. Das Montagsspiel fehlt ja noch, aber das ist jetzt, denke ich mal, nicht ganz so entscheidend gewesen. Ja, man könnte die vielleicht bis zum Winter sich die mal angucken und dann noch eine zweite Saisonprognose machen. Ich habe hier auch noch meine 3 Aufstiegsfavoriten genannt. Das wären zum einen HSV, dann noch Stuttgart und Hannover. In der Reihenfolge, also HSV wird die zweite Liga gewinnen.
Und ich denke da auch, dass alle drei sich gegen die Bundesligisten durchsetzen, beziehungsweise Hannover sich dann gegen Paderborn in der Relegation durchsetzen wird, sodass es nächste Saison auch wieder drei Mannschaften aus der zweiten Liga in die Bundesliga schaffen werden. So. Ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ich werde jetzt, glaube ich, auch noch sowas für die Champions League und für die Europa League machen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Und natürlich auch für die Top-Ligen Europas. Ich habe das für die Premier League separat gemacht. Ich glaube, ich werde das dann alles mal so zusammenfassen und das dann vielleicht so ja, international Saisonprognose international nennen, das Video. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da auch reinschauen. Ansonsten danke, dass ihr, ich sehe es gerade, 15 Minuten dran geblieben seid. Ist, glaube ich, jetzt nicht mein längstes Video, aber schon, es gehört schon zu den längsten Videos auf jeden Fall. Wenn dir das gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.